Nee, ist wirklich nicht spaßig. Wirklich nicht. Und das ist echt schlimm, dass man das den Leuten auch nicht so beibringen kann, ne? Die, wo sowas nicht haben oder hatten oder es haben und es nicht wissen. Jo. Die haben halt null Verständnis. Sei es Freunde, Familie, Ehefrau, mittlerweile Ex-Frau. Das ist halt mega, mega schade, ne? Dass da viele halt noch die Gedanken haben, jo, schlaf mal eine Nacht drüber, dann geht's wieder. Nein, es geht nicht wieder. Ja, kennst du. Könntest eine Rente, willst aber nicht. Das würde ich aber auch nicht wollen, tatsächlich. Also die anderthalb Jahre, wo ich im Burnout zu Hause war, da hatte ich mal überhaupt gar nichts mit mir anfangen können. Ne? Also das war wirklich nur Couch rumgammeln, Fernseh, also YouTube gucken, Fernseh gucke ich nicht. Es ging einfach gar nichts. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken davor, wenn es mal zur Rente kommen sollte, dass ich dann einfach eingehe. Und das ist halt scheiße. Oh, Werbung läuft. Okay, gucken wir, ob wir was basteln können hier. Die UJC steht hier zur Seite. So, neue Knarre. Die da. Automatikpistole. Der UGC, UJC Sondereinheit. Warte mal. Oh ja. Oh ja. Fettes Unwetter. Klingt nach Hagel, aber wahrscheinlich sind es einfach nur dicke Tropfen. So, wird von Ex-Militär-Officern wegen des geringen Rückstoßes und der hohen Kadenz bevorzugt. Basiert auf der UC Modular Waffen Plattform. Mit 600 Piepen können wir jetzt eh nicht, aber wir haben noch ein bisschen was zu verhökern. Mia, moin, einen wunderschönen guten Tag. Abend, fast Nacht. Na, geht's gut? Alter. Ey, da kam gerade volles Unwetter, ne? Mega. Ich habe da diese Dachfenster, ne? Diese Velux-Dinger. Und ich habe die so auf Hälfte offen gehabt. Hab die dann eben runtergemacht, als der Sturm angefangen hat. Und auf einmal höre ich nur bam, bam, bam. Guck rechts und links, ne? Die Fenster offen. Beide ganz nach oben. Alter, bis ich die wieder zu greifen gekriegt habe. Junge, Junge. Hehehe. Kennt ihr euch? Nee, ne? Hängst schon im Bett mit dem Tablet. Ja, ich bin auch viel zu spät dran. Weiß ja. Weiß ja. Aber ja, gleich. Mal eben ein bisschen was verkaufen und was aufbauen. Nee, noch nicht. Okay. Klang so vertraut irgendwie. Darf ich vorstellen? Mia, mein Mod. So, brauche ich eigentlich auch nicht. Boah, ich habe 2000 Piepen. Alter. Nehmen wir die Automatikpistole oder rüsten wir was anderes auf? Oh, immer diese Entscheidungen. Immer diese Entscheidungen. Wir könnten auch. Ne, 2,4 haben wir gesagt, ne? Und ganz. Och, scheiße. Okay, 6000 insgesamt. Der, die das knete. So. Was tun? Was tun? Magazin-Upgrade ist ja schon nicht verkehrt, ne?
Ich bin mir etwas unschlüssig, muss ich gestehen. Wir könnten natürlich die Flinte ein bisschen aufrüsten, aber Stabilitätsupdate, Upgrade bringt jetzt auch nicht so viel. Bräuchten wir schon 2,4, um dann direkt auch die Magnum-Patronen uns zu sammeln. Wir könnten aber auch hier Boom-Kugeln, das klingt nice. Fügt ein Altfeuermodul hinzu, das explosive Patronen abfeuert. Patronen explodieren mit einer Verzögerung nach dem Aufprall. Für 1800 kaufen. Jawohl, lass sie uns zerfetzen. Die Viechers. Gegenstand aus Druckfertigung. Gut, Lanzi. Genieße. So, Geld leer. Alternatives Feuer. Waffen, die mit alternativen Feuermodus aufgewertet wurden, bieten eine höhere Feuerkraft, verbrauchen jedoch mehr Munition. Ja, kannst du nicht vorher sagen. Drücke und halte die rechte Maustaste, um die Zielvorrichtung zu verwenden, und drücke die mittlere Maustaste, um den stärkeren alternativen Feuermodus der Waffe zu benutzen. Ob ich mir das merken kann bis zum nächsten Stream, finden wir es heraus. So. Sonst lag hier nichts, ne? Nee. Okay. Nächstes Automat speichern ist jetzt. Moment. Muss man alles hier zurechtlegen. So. Ah ja. I remember. So, müssen wir hier immer noch leise sein. Ja, da steht doch einer, ne? Oha. Okay. Ah, wieso hast du mich entdeckt? Ausgeschaltet. So, jetzt wollen wir mal hoffen, dass wir da unbeschadet durchkommen. Oh. Hätte mich ja fast erschrocken. Aber nur fast. Das war knapp. Ja. Falscher Knopf, ich weiß. Für mich ist Space immer springen oder klettern. Einfach nach oben. Aber hier ist es auf den Dez treten. Okay. Dann Caution. Oh, da hinten blinkt was. Das ist schon mal gut. Das hört sich nicht gut an. Makellose Energiewandler. Was waren das? 250, ne? Wo wir da kriegen? Okay. Also wenn hier schon überall solche Gitter sind, ne? Mit den Speakers, mit den, wie sagt man? Mit den, ja.
Spießen, Stacheln. Dann geht's hier bestimmt gleich rund. Sind wir mal vorsichtig. Ah, das blöde Vieh wieder. Ach ja. Freunde. So, jetzt sind wir aber schlau. Ich weiß nicht, ob die uns gehört haben, aber wenn ja, dann können wir hier einen nach dem anderen abmuxen. Aber es sieht nicht so aus. Ja, aber cool. Geh weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Für Telekinese. Oh nein, nicht verwandeln. Komm, lade doch nach, Digga. Okay. Können wir ein bisschen rummatschen. Müsste da nicht noch einer liegen? So ein halb zerstückelter. Ne, runtergefallen ist auch nichts. Ich höre doch da noch einen. Hier mal gucken. Oh, La Bomba. Sonst haben wir aber nichts. Nee, okay. Dann weiter. Ah, wieso haben wir auch nicht die Knarre? Komm, wir nehmen die Flinte. Also die. Die große Flinte. Okay, neue Mutanten. Wir haben mal eins erwischt, bevor es uns erwischt hat.
Augen offen halten. Nicht, dass da wieder einer in der Wand hängt. Von diesen Blinden. Ich glaube, da ist nichts zu holen, ne? Ne. Dann gehen wir mal weiter. Carry Light. Mhm. Was ist denn hier los? Mein Herz. Teufel. Einen wunderschönen guten Abend. Oh hier, pass auf. Kann ich den nicht? Kann ich auch so schubsen? Nee, warte mal. Nee, reicht nicht. Bin wieder voll erschrocken. Schön laut die Alerts. Oh nee. Oh nee. Oh, war knapp. Hörst du auf? Alter, Alter. Weich doch aus, Digga. Alter, nur noch ein Strich Energie. Müssen wir gleich mal hier einspritzen. Das hat ja gar nichts gebracht. Guck mal dahin. Haben wir noch mehr? Boah. Warnemünde war heute echt angenehm. Erstes Mal am Meer war schon was Besonderes. Erste Mal am Meer? Oh, so geil. Ich liebe das Meer. So gut. Und ich vermisse es, ey. Ich vermisse es so. Ich würde so gern mal wieder nach Borkum zum Beispiel. In die Heimat. Erste Mal am Meer, tatsächlich. Ja, schon krass, ne? Hast du ja auch direkt einen Sonnenbrand geholt. Das passiert mir immer. Oh. Ich hab ihn noch nicht gesehen. Glaube ich. Aber direkt Schuhe außen durch die Wellen gelaufen. Ja, Licht. Geiles Gefühl, oder? Geiles Gefühl. Ich mag das sehr. Wenn ich hinter den kommen könnte, ne, dann könnte ich ihn schön abstechen. Wir gucken mal. Ja. Tü-tüm. Muss nur aufpassen mit den kaputten Muschelschalen. Ja. Als Kind habe ich da auch mal aufgepasst. Aber irgendwann gewöhnt man sich so daran. Da ist es gar nicht mehr schlimm. So, den haben wir gar nicht ausgequetscht, ne? Oh, die Musik, ne? Ja, es gibt nichts Schöneres, wie am Strand entlang zu laufen. So geil. Ja, genau. Da brauchst du nochmal ganze Füße, wenn du morgen arbeiten musst. Definitiv. Hast du auch einen Seestern gesehen? Beziehungsweise gefunden und kleine Krebse? Swoopilicious. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen im Chat. Ja, das würde mich auch interessieren. Was kosten Krabbenbrötchen? Die sind ja so durchgedreht, ne, mit den Preisen. Also wie gesagt, ich war schon länger nicht mehr oben, aber
Alter Schwede. Moin, moin. Kann was wieder kosten. Was, Toffel, du hast es nicht zum Imbiss geschafft? Google Eis kostet um 2 Euro. Ja, gut, das ist mittlerweile schon fast Standard, auch hier. Das wird ja immer schlimmer. Kommt doch einer raus jetzt, oder? Naja. Krabbenbrötchen, Alter, das ist Pflicht, Mann. Du kannst doch nicht da hochfahren, ohne Krabbenbrötchen zu essen. Also wenn ich mal lecker Lapskaus mit Spiegelei und rote Beete probiert. Auch was Feines. Ah. Amen, genau. Oh, ich liebe Krabben. Ich liebe sie. Alter, was ist hier los? Viele Geräusche. Und das ist schlimm. Also hier kriege ich die halt nicht, ne? Ah. Mein Kollege wollte wieder los. Da waren die 1,5 Stunden schnell rum. Ja, ja, ja. Ja, das stimmt schon. Das geht sehr, sehr schnell. Oh, das sind ein paar. Das sind ein paar. Ja, zwei. Ein paar sind immer zwei. Das klang nach mehr tatsächlich. Oh, nicht so laut. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Komm, komm, komm. Aber wenigstens einen noch gestochen. Da ist noch einer. Erstmal laden hier. Der hat es noch nicht gesehen. Gut. Das gut. Wie, der hat nichts dabei? Dann beschleichen wir zu dem anderen. Don't make a sound. Ja, ja, ist mir schon klar. Da, Credits. Oh, da ist ein... eine Gaskartusche. Oh. Okay, es sind doch ein paar mehr. Pass auf. Geil. Hab ich nicht entdeckt. Die Blindfische. Also sind ja tatsächlich blind, ne? Okay, dann gehen wir erstmal hier gucken. Was sich hier so versteckt. Oh. Fuck. Ja, komm. Okay, dann holen wir dich gleich. Kein Loot. Werden sie immer mehr, kann das sein? Doch noch einer wird nicht reichen, oder? Ne, es fühlt sich zu langsam. Oh, oh, da sind aber einige noch. Warte mal, wir haben doch noch so ein Teil eingesammelt. Ne, hat er schon benutzt, okay. Oh, hat nicht gereicht, verdammt. Ja.
schneller, schneller. Schneller, 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 schneller. Oh, nicht verwandeln, Leute. Das ist fies. Aha. Okay. Matschen. Warum haben die so wenig dabei? Wow! Erschreck mich doch nicht. Liegen bleiben. Habt ihr das gesehen? Wie nichts zum Einsammeln. Aber hier ist was. Okay, okay. Gucken wir uns die Gegebenheiten mal an. Kann ich da rein? Nee. Hätte ja sein können. War hier noch was? Nö. Oh. Hier einer rauskommt. Nö. Noch nicht. Das erinnert mich so an Dark Space mit dem zum Beispiel. Ja, Dead Space. Dead Space. Tatsächlich ist das Spiel von den ehemaligen Mitarbeitern von EA, die Dead Space gemacht haben. Ja, das Studio ist ja geschlossen worden. Dann haben die selbst. Also ein paar davon haben dann selbst ein Studio eröffnet. Ich vergesse immer nur den Namen. Und die haben dann das Spiel gemacht. Und dann kam ja das Spiel und das Dead Space Remake zur gleichen Zeit raus. Und wie war das denn? Ich glaube, EA hat dann gesagt, okay, dann bringen wir das Remake ein bisschen später raus. Oder die waren es, wo gesagt haben, ein bisschen später. Damit es da keine Komplikationen gibt, ne? Aber ja, das ist tatsächlich von den Machern. Oh. Verdammt. Oh, oh, oh. Nein, nicht verwandeln, nicht verwandeln. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, oh. Ah, ich habe gar keine Munition. Deswegen. Warte, 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 warte. Solange ich ihn noch höre, ist es schlecht. Zum Waffe wechseln. Nimm mal die. Warte, noch einer. Hört ihr aus? Alter. Warte mal, warte mal. Nein, ich kann da nicht hoch. Warte, 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 warte. Oh nee, ich hab keine Energie mehr. Nein. Jetzt, Gesundheitsriegel. Hab gestern auch gelesen, dass die Arbeiten an Sims 5 scheinbar eingestellt wurden. Da gibt's zwar nicht so schöne Splatter-Effekte, aber trotzdem war es eine Überlegung. Ja, ist halt schon cool irgendwie, ne, Sims.
Wer hat es nicht gespielt und hat einfach nur sich selbst als Figur erstellt und hat einfach laufen lassen. Aber das war doch recht schnell vorbei, ne? Oder? Was ist? Ich habe doch Energieriegel eingesammelt. Wo ist der hin? Wird das jetzt auch noch schwer in den letzten 3-4 Stunden? Kann ja wohl nicht angehen. Und mindestens so viele töten wie hier, ja. Ja, das war aber auch echt geil. Die Sims einmauern.